Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lied steht 2 im Ranglistenmodus mit Amon Lukas wieder am Start. Wir gehen als Champion mal rein. Welcome to Nova. Die will ich nicht. Genug magischen Schaden, dass ich nicht auf diese Teile angewiesen bin. Lass mich mal schauen. Schaden. Den hätte ich gern noch. Blumen finde ich jetzt nicht so geil. Die Bienen. Nehmen sie erstmal so mit. Dann hier mal einen DAX-Start machen. Machen wir einen DAX-Start. Vielleicht kriege ich den Roll noch mal besser hin. Aber Mantas wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Keine Dreier, also eine einzelne Katze mit drei Stacks. Eine Himmelskönigin. Wir die Harpie mit. Was gibt's denn? Held, Riesenschnecken, Darlehen. Darlehen finde ich irgendwie nicht so gut, weil sie halt eben eine Downside hat. Riesenschnecken muss ich halt anbieten irgendwie. Und hier geht's noch. Aber sieht man erst später, was der Gegner so hat. Ein Setzling. Versus Todeschampion ist okay. Wäre jetzt nicht übergeil, aber kann man theoretisch machen. Zur Not. Theoretisch auch eine Harpie. Theoretisch auch den DAX, ja. Aber finde ich jetzt nicht so toll. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch ein bisschen genau überlegen. Mal was den Meeresdrachen hin. Stell den mal ein bisschen weiter hinten hin. Weil so viele Tanks habe ich jetzt gar nicht, die ich vorne hinbaue. Ist an sich nur der DAX. Und die Bäume halt. Ja, na klar. Natürlich kam der nicht mit raus. Auf zu Work. Und den zweiten kriege ich auch nicht hin. Toll. Ja, wir probieren einfach mal. Ja, die Katze jetzt aufgewertet. Ich glaube, die ist schon maximal.
Ja, ist er. Stone, sehr gut. Sehr gut. Also stellen wir schon mal so ein Bäumchen hin. Ja, ich will an sich immer das Beste rausholen. Und das wäre halt für eine andere Einheit besser gewesen. Okay, beide durchgehauen, ist gut. Kann auch rüberholen, das schaffe ich. Oh, gerade so nicht. So, ein Upgrade können wir nicht machen. Dass wir bauen einfach noch ein paar hin. Vielleicht, also auf 9 wäre sicherlich nicht schlecht. Ein bisschen Magieschaden. Wo Schnecken? Okay, ich probier's. Mir da aber nicht ganz so sicher. Weil der halt die maximale Katze schon hat, ne? Die sich bei einem Kill regeneriert. Wobei es eine Fernkämpfer-Wave ist. Schauen wir mal. Ist das, was ist das? Das ist die Löwin. Mensch, das haben wir aber ganz schön aufgehübscht hier mit dem letzten Update. Da kann man nichts sagen. So, was wollen wir jetzt machen? Ein Manta steht schon mal, das ist gut. Okay, eine Schnecke und King-Aufwertung. Wird gemacht. Jetzt die Hauptjahr aufwerten, also eine von denen.
Dich fertig auf. Nehmen wir noch eine mit. Auf 13 ist gut für mich. Das ist richtig. Das nutzen wir. Ja, gucken wir mal, ob die Harpien reichen. Sieht gut aus. Schoss des Todes am Start. Also kannst du mal ein bisschen splitten auf, den Split aufbauen. Dass wir das Maximum rausholen können. Ganz schön weit vorne die Leute hingestellt, damit seine zwei Harpien da was reißen können. Ja, nutzen wir diesmal den Drachen ein bisschen als extra Schaden. Ich nehme mal noch einen mit. Das halte ich gar kein Problem. Hey, mega viele Harpchen. Und die zwei Drachen noch davor. Das ist wirklich nicht schlecht. Also ich würde sagen, es macht Sinn, wenn ich den Baum jetzt aufwerte. Ich sollte hier nicht zu sehr splitten. Zumindest die Harpie nicht. Kanonenschützin. Hekira nehmen wir mit. Ein Split eingebaut. Dann haben die Riesenstecken noch rein, wenn wir sie schon mal haben. Habe ich sie extra genommen, dann muss ich auch so benutzen. Jetzt hat es ein bisschen geleckt. Bumm. Big Manta down. Ja, es geht durch. Ja. Ich schaff's auch nicht. Aber das ist wesentlich weniger als das. Muss man ein paar Worker aufladen.
werden die Dachse aufwerten. Eigentlich war es das. Soweit. Klar, ich könnte jetzt hier noch den Meerestragen platzieren. Für nächste Runde vielleicht noch. Okay, einfach nur Upgrades. Also 18 wäre gut für mich. Mehr Harpchen. Ja, warum nicht? So. Ja, 17 ist allgemeine Stark Wave. Einfach die Dreieinigkeit, die funktioniert immer gut. Haben noch die Riesenschneckenreihe, die wir reinkriegen. So viele Harpien, ey. Haben wir die Riesenschnecken noch mit raus? Haben wir die Dreieinigkeit und maximale Riesenschnecken reingeballert? Also, das Game der Harpien. So Mini-Tanks. Mega viele Harpchen. Ja, die Tanks halten halt leider nicht so viel aus. So, beide haben mega viel verkackt. Aber sie ist schneller down, sehr schön. Victory. Jawohl. So muss es sein. Warte mal, knapp am Ende. Game der Harpien, ey. Das waren weitere Legion. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut auch bei den anderen Videos mit rein. Bis dahin, einen spannenden Tag. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.